Wir sind die Sozialassistenten. Wir betrachten heute quadratische Funktionen. Es haben sich wieder zwei junge Damen bereit erklärt, einen Kommentar zu geben. Rechts von mir die Selina, links von mir die Luisa, die das gleich übernehmen werden. Ich würde sagen, Selina, du fängst gleich mal an, bitte. Also wir haben die quadratischen Funktionen und Nummer 1 ist Normalparabel. Die einfachste aller quadratischen Funktionen ist die Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich x². Als Definitionsmenge wird ganz r zugrunde gelegt, also Definition ist gleich r. Ja, also die Definitionsmenge ist gleich r. Wir haben mal eine Wertetabelle entwickelt und zwar betrachte ich die Werte von minus 3 bis plus 3. Minus 3, minus 2, 5, dann minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 2, 5 und 3. Und die setzen wir hier in diese Funktion ein. Wenn x minus 3 ist, dann muss ich ja bilden minus 3 mal minus 3, dann ist der Funktionswert 9. Bei minus 2,5, wieder das Quadrat von minus 2,5 ist aber 6,25. Bei minus 2 haben wir 4, bei minus 1 sind wir bei 1, 0, 0 und entsprechend weiter. So, nun betrachten wir die Eigenschaften, die uns die Luisa... Die Eigenschaften sind, sie ist achsensymmetrisch zur Y-Achse. Ja. Sie besitzt als tiefsten Punkt den Scheitelpunkt mit den Koordinaten 0, 0. Und sie besitzt nur Punkte, die oberhalb der X-Achse liegen. Das können wir hier nochmal zeigen. Scheitelpunkt, dort ist der tiefste Punkt mit den Koordinaten 0, 0, wie gesagt. Alle Punkte liegen oberhalb und Symmetrie. So, das ist die Normalparabel. Eine Funktion f, deren Funktionsgleichung sich aber in folgender Form darstellen lässt, der hier nämlich, dass wir sagen, f von x ist a mal x² plus b mal x plus c, wobei diese a, b und c Werte die Koeffizienten sind, das sind diese Faktoren hier, das sind Koeffizienten und die sind alle Elemente aus dem Bereich der reellen Zahlen, wobei auch noch wichtig ist, dass a selbst nicht 0 sein muss, denn sonst hätte ich ja keine quadratische Gleichung. Wir haben den Graph einer quadratischen Funktion und dieser Graph der quadratischen Funktion heißt immer Parabel. Und mit solchen Parabeln, die also nicht mehr Normalparabeln sind, beschäftigen wir uns jetzt demnächst. Ja, und dann werden wir sehen, was passiert, wenn wir noch einen Wert addieren oder subtrahieren oder wenn jetzt bx dazukommt und wenn vor dem a auch noch, wenn vor dem x Quadrat noch ein Koeffizient steht. Kommt noch mal mit. Das war also ganz simpel, kennt jeder heutzutage die Normalparabel, aber man muss Step by Step weitersehen. Ne? Okay. Bis hierher.